So, da sind wir wieder. In der letzten Episode sagte ich ja, ich werde nach der letzten Episode, zwischen den Episoden, das Ganze nochmal versuchen. Das habe ich schon gemacht. Habe 9 von 10 Finisher hinbekommen. Und jetzt, ja, jetzt will ich es nochmal machen. Und nehme es diesmal mit auf, weil das doch recht cool gelaufen ist. Und ich hoffe, es ist nochmal so. Wir sind jetzt aber erstmal aufgestiegen, deswegen gucken wir auch, dass wir uns jetzt ein bisschen pimpen. Und hier jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr Dynamik reinbringen. So, den Schnellschwung will ich auf jeden Fall haben, weil das zweimal machen zu können, das wird schon sehr cool. Ich finde es gut, wenn er dann einfach noch agiler wird, auch der Punktsprung-Boost, das sieht sehr, sehr schön aus. Und ich bin jetzt aktuell auch sehr zufrieden mit dem, was er im Kampf kann. Und auf Dauer können wir da auf jeden Fall auch noch in andere Bereiche dann skillen. Zum Beispiel auch sowas wie das Ausweichfenster. Das wird mit Sicherheit auch nochmal recht cool. Ich werde jetzt trotzdem mal den Schnellschwung jetzt skillen. Schon mal für später. Und bei den Anzügen haben wir auch noch irgendwas neu hinzubekommen. Oh ja, neue Anzüge freigeschaltet. Alter. Forschungsmarken und Wahrzeichenmarken. Magnetisch polarisierte Panzerplatten machen den Anzug vorübergehend kugelsicher gegen alle Gegner. Hammerhart. Das sieht ja mal geil aus, das Ding. Spider-Armor-Anzug MK2. So, wir geben uns jetzt hier aber nochmal den Beat und battlen uns jetzt erstmal nochmal mächtig hier durch die Baustelle. Und ja, jetzt ist wichtig, dass ich so viele Finisher wie möglich ausführe. Habe ich vorhin auch probiert. Ich hatte dann irgendwann mal eine kurze Phase, da ist meine Konzentration eingebrochen. Und ich wurde noch ein paar Mal getroffen. Raketen oder auch vielleicht auch Pistolen. Und das hat mich schon gut Federn gekostet. Hat auch üble Combo-Streak. Spider-Man! So, und ich versuche noch besser die Kombos zu timen. Ich habe ja die perfekte Treffer Skill drin. Also rein Button Smashing bringt eigentlich nicht viel, gerade jetzt nicht in solchen Bereichen. Noch mehr von denen. So, 4 von 10 haben wir. Aber vor allem war es auch super knapp. Also 9 von 10. Ich muss dann nur einfach aufpassen, dass ich jetzt keine schweren Treffer eingefangen bekomme. Waffenschieberei. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Mist, mach das weg! Da steht immer nur da. Ja, super. Trifft auch noch. Holt ihn auf den Boden! Oh, Welle 4. Jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben. Die haben ihre Kumpel gerufen. Jetzt hebe ich mir den Fokus noch auf. Kampffokus. Das ist Verschwendung. So, 7 von 10. Also im Grunde genommen, ich hätte das letzte Mal, beim letzten Versuch, hätte ich auch etwas warten können. Das hätte dann zur Folge, dass natürlich der Kampffokus, glaube ich, dann auch steigt. Wobei ich nicht sicher bin, ob er passiv überhaupt steigt. Das können wir jetzt auch mal testen. Shit. Genau, das meine ich. Hier sind schwere Kräfte, jetzt muss ich mich heilen. Und viele sind nicht mehr da. Du hast einen großen Fehler gemacht. Und ich glaube, Variation gibt dem Fokus auch nochmal einen guten Boost. Will jemand aufgeben? Nein? Ach, zwei Stück noch.
Gefühlt bin ich aber besser dabei als vorhin. Und ein paar Mal mehr getroffen. Ah, kaum sage ich's. So, ich probiere es jetzt trotzdem irgendwie zu überleben. Das ist super gefährlich, die letzte Welle. Der Kampffokus ist gleich oben. Das gibt noch mal. Jetzt haben wir sie voll. So, der Kampffokus ist auch gleich voll. Er sitzt ein bisschen. Die Gegner müssen noch ein bisschen durchhalten. Dann klappt es vielleicht auch noch. Jetzt, komm schon. Jetzt. Ah, da kriegen wir noch hin. Wollen wir jetzt nicht drauf gehen? Ja. 10 Finishers, können wir uns das auch heilen. Gerade noch weggerettet. So, haben wir sogar noch einen Finisher mehr drauf. Flawless Victory. Naja, fast. So, aber ich will wissen, was bekommen wir jetzt noch so irgendwie als Super Special Bonus. Alles abgeriegelt, Captain. Besser gesagt, abgenetzt. Es wurden auch Schüsse gemeldet, daher müssen gleich Officer eintreffen. Und so ein gutes Training. Ah, hier nochmal eine Bahnesbalke dazugekommen. So. Wunderbar. So. Und beim Anzügen haben wir wieder was Neues. Ah, hier unten bei den Mods. Wir haben neue Mods freigeschaltet. So, und da kommt jetzt vielleicht doch was rein. Erhöht EP durch besiegte Gegner. Wahrzeichenmarken fehlen uns da. Hier, Ballistik-Einlagen. Verringern genommenen Projektilschaden. Und Feinde brauchen länger, um den Tarnmodus zu entdecken. Genau, aber das können wir herstellen. Basismarken brauchen wir eine. Weil das macht mir aktuell noch ein bisschen Probleme. Also, wenn ich irgendwie in die Bredouille komme, ist es wirklich, weil ich gut auf die Mütze bekomme. So. Wahrzeichen, mach ein Foto vom Empire State Building. Ah, okay. Oh, wir haben jetzt ja zweimal den Netzsprung. Das testen wir doch gleich mal aus. Ah, super angenehm. Und es gibt auch noch eine VR-Erfahrung, eine kostenlose, bei der man sich einfach so ein bisschen als Spider-Man durch die Gegend schwingen kann. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal irgendwann den nächsten Mal machen. Mann, ich liebe diese Stadt. Zeit für einen Schnappschuss. Ja, Fotos habe ich auch schon gemacht. Aber eher rund um die Selfies. So. Aha. Das ist gut. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört habe und vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Oh, das ist eine gute Idee. Noch mehr, das wir jetzt tun können. Fantastisch. Wo sind wir? Midtown. So, machen wir mal auf Judy. Ah, Martin, liegen wir jetzt. Mr. Lee. Hallo? Mr. Lee? Peter, hier ist Martin Lee. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir noch Zeit für die Vorbereitung von Mays Party brauchen. Der Kuchenlieferant steht wohl im Stau. Ah, ich kann die Kamera weiter. Kein Problem. Sagen Sie mir Bescheid, wann ich vorbeikommen soll. Großartig. Dann bis bald. Okay, ich habe noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Ist auch cool mit diesen Strahlen, diesen Beacons, die da entsprechend angezeigt werden. Wenn ich ewig suchen muss. Und da ist noch ein Wahrzeichen am Start. Sehr schön. Gucken wir ganz kurz in den Feed, weil das ist einfach zu gut, das Social Feed. Den neuesten sind, glaube ich, aber ganz oben. Wobei ich glaube, er bleibt da hängen, wo man zuletzt nicht gelesen hat. Also, der letzte Stand. Egal.
auf die unerwartete Überraschung des Lebens. Oder den Eggburger bei Fry's Coffee fängt mit Tag schlecht an. Die Zeiten sind schlecht, es ist schon fast November. Ist das nicht schrecklich? Helft mir, das zu stoppen. Können wir sicher sein, dass Spider-Man ein Mensch und kein Alien ist? Es wird erklären, warum er immer eine Maske trägt. Natürlich ist er ein Mensch. Eine Freundin von mir schwört, dass sie ein Date mit Spider-Man hatte und er mittendrin weg musste, um ein Verbrechen zu verhindern. Niemand von uns hat es über sich gebracht, ihr zu sagen, dass der Typ einfach nicht bezahlen wollte. Ist egal, wie das getrollt wird. Auf dem Weg zur Arbeit war ein Pärchen, das einen Mops in einem Kinderwagen geschoben hat. Macht ein Hundespaziergang irgendwie sinnlos. Möge euer Kaffee stark und euer Montag kurz sein. Wunderbar. Das macht das Ganze noch ein bisschen auch lebendiger, einfach um zu mal so diese Feeds durchzulesen, runterzugehen, mal auf die Straße und die Reaktionen von den Leuten sich zu geben. Wunderbar. So, welches Wahrheitszeichen soll man denn fotografieren hier? Hatten wir das nicht schon? Brauchen Verstärkung bei verfolgtem Fahrzeug. Gemeldeter Ort ist Murray Hill. Ah, hier. Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Die Zwangsräumung. Moment. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann... Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Aber Spidey. Läuft für eine sichere Stadt, aber... hat Probleme, seine Miete zu bezahlen. Hi, Mr. Lee. Hey, Peter, wir sind alle bereit für die Party. Wir warten nur auf dich. Cool, bin unterwegs. So. Wo ist der Rucksack? Da. Achtung, an alle Einheiten. Haben Meldung über Drogen. Ich konnte dem Prototyp des Spider-Tracers nie genug Reichweite geben. Aber ich habe die Technik in meine Netzfallen übernommen und da ist sie sehr nützlich. So, die Herstellung kümmern sich später. Wir sammeln jetzt erstmal noch, also nicht die Herstellung von dem Teil, aber von den Anzügen und den Mods. Drei Objekte auf Gegner. Ich weiß gar nicht, was die richtige Richtung ist. Doch. Drogenhandel und Kriminelle. Die sind ein Herz und eine Seele. Hey Jungs, habt ihr Rezepte für das Zeug? Du hast doch gesagt, das Insekt hat Urlaub. Guter Kick. So. Ja, das Bonusziel auch erledigt. Drogenhandel könnte meine meistgehasste Straftat sein. Definitiv unter den ersten fünf. Oder den letzten fünf. Wie auch immer. Klar, also mittlerweile wiederholt sich ab und zu mal seine Monologe. Aber bisher fand ich, sind es doch relativ viele. So, und oben sind die neuesten Feeds. Okay, sehr gut. Deswegen bin ich gerade nochmal rüber gesprungen. Und der Turm hier ist auch noch hier drin. Also, das sind schon auch so meine Prio-Ziele, dass ich, wenn ich in einem Gebiet bin, dass ich gleich auch die ganzen Signaltürme mir hole. Ein netter Gefängniswagen bevor ist ich dann in der Story weiter fortfahre. Einbruch gemeldet. Hausgebäude.
Ah. Oh, zufällig. Mann. Ich wollte das Sportshirt waschen. Vor 6 Jahren. Puh. Ein wunderbarer Sprecher. Klasse Sprecher einfach. Das macht natürlich auch viel, viel aus. Einfach nur super und wunderbare Aussicht hier wieder. Einfach fantastisch. Ja, Midtown geht was. Da geht was. Bah, was für eine Aussicht. Dann müssen wir ganz kurz ein Foto machen. Wir gehen mal direkt in den Selfie-Modus. Genau. Würde ich dann erstmal halbwegs so bleiben. Blende, ich würde gern eigentlich Fokus ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Oh, das sieht gut aus. So, Emotes. Auch geil aus. Das kann man auch noch einstellen. Und Lichtintensität. Okay. Sehr, sehr geil. Ich finde es schade, dass er. Also dass man da irgendwie nicht von hier aus auch irgendwie fotografieren kann. Also ich kann es ausblenden, kann dann halt einfach mit der PS4 oder halt jetzt über den PC auch den Screenshot machen. Es sei denn, ich habe irgendwas verpasst. Ich hatte das auch schon im Stream. Habe ich auch schon geguckt. Aber es gibt keine Möglichkeit. Ich sehe keine Möglichkeit, wo ich jetzt irgendwie sagen kann, okay, jetzt knipsen. Okay. Reicht mir erstmal. Falls es jemand von euch weiß und ich irgendwas übersehe, gebt mir bitte einfach Bescheid. Dann kann ich das Ganze auch ordentlich machen, wobei es eigentlich für mich jetzt erstmal keinen Unterschied macht. Es ist sogar ganz gut, wenn es bei mir direkt in meinem Screenshot-Ordner landet. Aber trotzdem. So, einen Turm haben wir dann noch. Und hier haben wir noch lauter Wahrzeichen und die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das hier markiere ich gleich mal. Da geht was. Guck mal, ob wir von hier oben direkt alle abknipsen können. Oh, wunderschön. Oh. Perfekt. Alle Einheiten, 1034, wiederhole, Körperverletzung. Verfügbare Officer, bitte nach Bryant. Over. Gutes Foto. Ja, im Flug gemacht. Wo ist es? Wo? Ich wollte noch eins im Flug machen. Aber was stylisch ist. Tatsächlich. Das ist gut. Das ist super praktisch. Da brauche ich gar nicht irgendwie großartig gemütlich mich bestens sauber ausrichten. Position gehen. Ich schieße jetzt ja eh nicht so professionell gerade. Wie Real Life auch. Ein ganz schlechter Fotograf. Die Bewerbung bei Coffee Bean habe ich nie fertig gemacht. Da hätte ich mehr verdient als jetzt. So, was haben wir noch? Oh, so schnell kann man die Wahrzeichen abfotografieren. Ich
So, dann holen wir uns die auch noch. Wir wissen, dass es nichts mehr wird mit dem mit der Story dieser Episode. Das ist einfach zu gut hier. Aufbrechen. Kannst du nicht trudern. Peter, gute Neuigkeiten. Ich glaube, ich konnte die Fachkommission beruhigen. Wenn Lance Corporal Pixidors Anprobe morgen gut läuft, sollte alles okay sein. Wie halte ich dir auf? Fantastisch, Doc. Wir sind wieder im Rennen. Okay. Vorläufig. Lass mal nur verfolgen. Der Vorfall dem Bürgermeister entgangen ist. Kommen Sie morgen zur Anprobe? Definitiv. Es wird super laufen. Wir werden die Welt verändern, Doc. Mir reicht schon nicht, noch mehr Feuer zu entfachen. Dann bis morgen, Peter. Auf einen erfolgreichen Tag. Endstation! Der Thermovents. Lang nicht gesehen. So. Nehmen wir uns auch noch. Sehr, sehr geil gemacht. Das ist einfach nur ein ganz normale Verbrechensmission. Auch hier, also ich finde so, selbst die Autos sehen jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Nicht recht gut gemacht, dafür, dass da so viel los ist. Und die PS4 ruckelt nicht. Sie pustet zwar gut, aber schau dir das Wasser an. Naja, Hammer. Alle Einheiten. Oh, neues Wahrzeichen Sicht. Zum Tatort. Alle nach Grand Central. Over. Ich hatte es doch gerade. Wakandanisch, oh, wakandanische Botschaft. Black Panther. Erledigt. So einfach geht das. Du musst halbwegs Mühe geben, könnte ich mir jetzt. So, wenn da schon ein Rucksack ist, holen wir uns den auch noch. Denn? Komm ich da rein? Kann ich da überhaupt rein? Na, irgendwie muss es gehen. Der Eingang wird zu profan. Gehen wir mal ganz hoch. Na. Okay, darum kümmern wir uns jetzt nicht. Das wäre so ein Rucksack, den kann man dann mal irgendwann später holen. Achtung, Einheiten vor Ort haben Meldung über Einbruch. Officer benötigt bei Kips Bay. So, die Schläger holen wir uns noch. Aufbrechen haben sie erledigt. Eindringen werde ich verhindern. Wow, alle haben ihre Schlüssel vergessen? Schlag dir den Schädel ein! Also es switcht immer irgendwie automatisch auf Netzschießer. Ich glaube, das macht er, wenn es aufbrannt, dass es leer ist. Das soll ich es mal testen. Wie kann er uns alle besiegen? Ich hoffe, es zählt als Wand. Aber wahrscheinlich nicht. Also, später im Knast habt ihr beim Ausbrechen wahrscheinlich so viel Erfolg wie beim Einbrechen.
Das ist doch mal geil. Richtig Maus. Als war ich gerade so gut, dass er mit dem Hintern in sein Gesicht. Da müssen wir natürlich ein Foto draus machen, ein Selfie. Zu gut. Ah, schade, da sieht man das nicht. Das kann man das nicht so gut. Vielleicht kann man das besser neigen. Nee. Du bist nix. Ah, schade, dann müssen wir es ohne Selfie machen. Was ist da eine gute? Ja, Hintergründe haben wir da keine guten. Ist schon nicht schlecht, da machen wir jetzt noch einen Rahmen drum. Pixel ist auch gut. Fischei. Filmisch. Ja, krass, wie viele Typen da drin sind. Auf Spider-Core gefällt mir eigentlich ganz gut. Ein bisschen weniger Melange. Genau. Wunderbar. Und immer aus. Screenshot. Erledigt. So. Ja, ich denke, das ist ein guter Abschluss für diese Episode. Standesgemäß gehen wir jetzt hier noch einen hohen Punkt. Und in der nächsten Episode, da schwingen wir uns dann auch Richtung Story, wir werden unterwegs bestimmt auch noch irgendwas erledigen, aber wir werden auf jeden Fall auch in dem Fall dann auch die Story weiter verfolgen für diejenigen, die von euch dann auch mitunter wegen der Story da sind. Das kriegen wir hin. So, wir lauern auf den Vorsprung und schauen hinaus aufs Wasser. Das war wieder mal eine gute Episode Spider-Man. Freut mich, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal.